Und damit ein ganz herzliches Hallo zum Hallenturnier der Fußball-Bundesliga. Winterpause und das heißt Zeit und Raum, um in der Halle anzutreten. Der Tabellennetz gegen den Tabellenersten und so wird das Ganze auch von oben bis unten durchgespielt. Zweimal drei Minuten als K.O.-Phase, dann wird es später noch eine Zwischenrunde geben, um am Ende auf gerade Teams zu kommen. Also keine Gruppenphasen, sondern eben diese K.O.-Spiele. Verlieren verboten. Darmstadt mit der ersten guten Chance und Radetzky läuft sich dann mit Florian Wirtz über den Haufen. Spiel geht jetzt in die andere Richtung. Adli scheitert aber an Schuhen. Halbe Minute gespielt. Gutes Auftaktduell hier und man sieht, Darmstadt als Tabellenletzter geht hier nicht rein, um sich irgendwie hinten reinzustellen. Ist in der Halle natürlich auch ein bisschen schwieriger. Und Jonathan Tah mischt auch mal gerne vorne mit. Auch das eher in der Halle mal gewöhnlich. Holland mit dem Ball auf Pfeiffer, muss eigentlich ein bisschen mehr draus machen. Radetzky hat dann keine Probleme, den zu halten und sich hier auf dem Kunstrasen ein paar Schürfe unten am Knie zu holen. Gehört auf jeden Fall auch dazu und jetzt ist das erste Tor gefallen. Leverkusen geht in Führung. Adli mit dem Treffer. Und sollten hier Spieler vorkommen, die eigentlich beim Afrika Cup sind, dann müssen wir da einfach mal drüber hinwegsehen. Vielleicht einmal kurz eingeflogen, um dieses wichtige Turnier zu spielen. Manch einer behauptet, wichtiger als die Bundesliga an sich. Aber da wird sich noch drüber gestritten. Werden wir mal schauen, wer sich am Ende durchsetzt, ob sich so diese Bundesliga-Trends durchsetzen. Jetzt aber das 1:1 durch Kempe. Und im Gegensatz zum Vorjahr und den Vorjahren haben wir auch große Tore. Spricht vielleicht dafür, dass noch ein paar Kisten mehr fallen. Vielleicht ja auch etwas interessanter dann. Die ganzen Spiele in voller Länge. Es wird keine Zusammenfassung oder ähnliches geben, um dieses Turnierfeeling auch ein bisschen zu bekommen. Und dass man es einfach nebenbei laufen kann, wenn man vielleicht selber gerade ein Hallenturnier zockt oder ähnliches. Kusuno legt den Ball rüber zu Adli. Der hat einen gemacht und den muss er wieder machen. Jetzt macht er ihn auch. 2:1 für Leverkusen. Überwindet Marcel Schuhn zum zweiten Mal. Braucht er noch ein bisschen. Schuhn kommt da von der Bande nicht weg. Bisschen klebt er dran und dann liegt er am Ende auf dem Boden wie eine flache Flunder. Aber bis dahin Schuhn eigentlich mit einem guten Spiel. Und Darmstadt ist hier ebenbürtig. Auf jeden Fall. Lässt sich vom 18. Tabellenplatz nicht beirren. Legt rüber zu Kusunu. Schuhn ist unten. 20 Sekunden noch zu spielen im ersten Abschnitt. Wer wird da am Ende das Ding machen? Das wäre jetzt nochmal die Möglichkeit gewesen, um auszugleichen vom Seitenwechsel. Ta, Kusunu. Die Bande wird genutzt. Das dürfte es dann eigentlich gewesen sein. Darf man sich gerne auch nochmal einen Schuss nehmen, so kurz vom Seitenwechsel. Aber es steht 2:1 zur Pause. Leverkusen führt. Schwupps, da geht's auch schon weiter. Einmal kurz ein bisschen Wasser getankt. Also bestenfalls Wasser ohne Kohlensäure. Sonst geht's auf den Magen. Schuhen mit der spektakulären Kopfballeinlage. Pfeiffer kommt nicht durch. Zuschauermäßig könnte das Ganze natürlich ein bisschen besser aussehen, aber gut, wer hat schon Zeit zwischen den Jahren? Da muss man Silvesterraketen in Hülle und Fülle kaufen oder das Geschenkte wieder zurückbringen, weil einem es nicht gefallen hat.
oder es ausprobieren, weil es einem gefällt. Wie auch immer. Freistoß Darmstadt. Richtig, Schiedsrichter wird hier auch nicht. Das läuft alles so zwischenmenschlich ab. Sollte es auf jeden Fall mal schauen, ob wir hier wie beim Eishockey noch die ein oder andere Schlägerei sehen. Dann dürfte es aber vermutlich auch eine 5-Minuten-Strafe geben oder 2 Minuten. Sonst setzt man ja das ganze Spiel aus fast. Wir sehen also auch so die Herangehensweise jetzt hier im ersten Spiel. Nicht nur die kleinen, flinken Spieler, sondern auch die bisschen größeren, die körperlichen. Auch die können in der Halle was machen. Wenn die jetzt vielleicht nicht so ganz gut mit dem Fuß am Ball sind, gibt es immer noch die Möglichkeit, den Körper gut reinzustellen und vorne als Anspielstation zu fungieren. Ja, wie auch im echten Leben, hätte ich fast gesagt, wie im echten Fußballbereich. Kusunu hier auch vorne in der Spitze aktiv, ist ja normalerweise nicht seine Position. Macht den Ball erst gut fest, verliert ihn dann wieder. Letzte Minute bricht in wenigen Sekunden an. Langsam wird es Zeit für Darmstadt auszugleichen. Kempe kommt nicht durch. Kusunu schon ja, so nicht. Das geht Kusunu dann ein bisschen ab. Die Schusstechnik, die Schussqualität. Und so tröpfelt es hier vor sich hin. Gibt es nochmal die Möglichkeit, für eine Mannschaft hier ein Tor zu erzielen? Leverkusen dürfte das relativ egal sein, wenn es jetzt so bleibt. Darmstadt sollte bestenfalls noch ausgleichen. Ob es dann direkt ins Elfmeterschießen geht oder noch Verlängerung gibt, auch das werden wir dann noch sehen zu gegebenem Zeitpunkt. Letzten 15 Sekunden laufen und das dürfte es jetzt gewesen sein. Kusunu eben noch ein bisschen für seine Schusstechnik kritisiert. Jetzt macht er den Ball in den Winkel rein mit dem linken Fuß und entscheidet damit das Spiel. Das dürfte es logischerweise gewesen sein. Gehen wir nicht davon aus, dass es hier noch irgendwas ändert, wenn Darmstadt jetzt tatsächlich noch treffen sollte, aber auch danach sieht es nicht aus, doch Kempe hat noch einen, jetzt ist aber Schluss. Leverkusen gewinnt mit 3:1 gegen Darmstadt, setzt sich durch, die Lilien sind raus, Leverkusen zieht in die nächste Runde ein. Da wären wir auch wieder zum zweiten Spiel, Köln gegen Bayern, Tabellen 17. gegen Tabellen 2. Wird jetzt hoffentlich das letzte Mal sein, dass ich das erwähne, denn eigentlich ist es klar, es geht wie gesagt von oben nach unten. Auf dem Papier die weiter unten platzierte Mannschaft mit dem Heimrecht, was hier in der Halle eigentlich keinen Unterschied machen sollte. Wir haben eben gesehen, Leverkusen, die sich durchsetzen konnten gegen Darmstadt. Mal schauen, ob es der erste FC Köln besser macht gegen ja, eigentlich spielfreudige Bayern. Interessantes Aufgebot, Kane vorne, der den Ball auch nach 18 Sekunden reinmacht. 1:0 für die Bayern. Topscorer der ersten Bundesliga, auch draußen, macht den Ball rein. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist Choupo-Moting noch mit von der Partie. Bei Köln mit Selke und Waldschmidt die beiden offensiven Carsten sind und Chabot dann eher defensiv orientiert. Aber auch Selke ist sich nicht zu schade, hier mal letzter Mann zu spielen. Zumindest mit dem Ball am Fuß. Chabot gegen Neuer. Pariert aber. Wird sich hier die hohe Qualität der Bayern eher durchsetzen? Es sieht gerade danach aus. 0:2. Choupo-Moting erhöht. Auf Vorlage von Kane. Kennt da keine Verwandten. Zieht direkt drauf. Hätte sogar noch die Möglichkeit gehabt, den Ball anzunehmen. Aber bevor man dann groß ins Überlegen kommt hier. Ja, überleben wäre gut. Überlegen kommt auf dem Hallenboden, der zumindest eben ist. Dann haut man doch lieber gleich drauf. Köln hat auch so ihre Chancen, aber bislang ist Neuer dazwischen. Neuer hier ja zwangsnominiert, damit er nicht wieder Skifahren geht. Choupo-Moting 3:0. Puh. Gehört natürlich auch dazu bei diesen großen Toren, dass es da dann möglicherweise auch mal eine richtige Klatsche gibt.
Aber lädt dann vielleicht auch dazu ein, wenn die Ausgangslage ein bisschen ausgeglichener ist, dass es dann mal ja eine große Aufholjagd gibt. Denn genauso schnell wie man 3 Tore kassiert, kann man ja auch 3 schießen. Stell ich jetzt mal so in den Raum. Aber wieder Neuer. Bislang nur in seinem Kasten, eigentlich auch einer, der mal gut ist für einen Ausflug. Wenn er so weit vorne stehen würde wie im durchschnittlichen Bundesligaspiel, dann wäre er hier ja vermutlich im Strafraum vom Köln. Aber gut, ist ein anderes Spiel hier in der Halle. Große Fußballhalle mit mehreren Plätzen haben wir eben im Anschnitt einmal gesehen. Und jetzt Waldschmidt mit der nächsten Schusschance. Köln ist auf jeden Fall nicht chancenlos. Kassiert aber die Tore hier am laufenden Band vor allem. Die erste Minute lief richtig schlecht. Und so sieht es halt momentan deutlich aus. 3:0 bis jetzt. Waldschmidt 3:1, schließt an, kann sich den Ball nehmen, kann ihn aber auch liegen lassen. Zeit läuft erst weiter, wenn der Ball wieder im Spiel ist. Ins kurze Eck eingeschweißt. Luca Waldschmidt überwindet Neuer das erste Mal. Und das ist jetzt eben das Ding. Jetzt sind 2 Tore und auch genug Zeit, das Ganze umzubiegen. Auf der anderen Seite hat Bayern dann auch wieder die Möglichkeit, schnell hier den 3-Tore-Vorsprung wieder herzustellen. Aber wir gucken mal, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Und das war jetzt knapp. Das hätte um ein Haar das 2:3 sein können. Davy Selke aber kommt nicht durch. Verliert er den entscheidenden Zweikampf. Schumoting raus zu Goretzka. Kay nochmal, den sollte man nicht schießen lassen. Schumoting schießt dann selber. Und dann ist Pause. Steht 3:1 für Bayern. Aber es ist noch nicht alles hoffnungslos verloren. Geht gleich weiter mit dem zweiten Durchgang. Zurück auf den Platz. Köln stößt an und hat noch 3 Minuten Zeit, 2 Tore zu erzielen, um sich vor allem erstmal in die Verlängerung oder 9-Meter-Schießen, ist ja immer noch nicht raus, zu retten. Aber es kann genauso schnell wieder anders gehen. Goretzka aber scheitert an Schwebe. Das ist Chicago scharf gespielt, wird aber nicht bestraft. Schade eigentlich, dass hier nicht zwischendurch mal gewechselt wird. Wahrscheinlich dann auch nicht zwischen den Spielen, werden wir dann sehen. Aber dann muss man sich mit dem begnügen, was man hier auf dem Feld hat. Und das sind ja eigentlich hier 2 schlagfertige Truppen. Logischerweise beim FC Bayern besser aufgestellt. Aber nach der ersten Minute, in der es schon 3:0 stand für Bayern, hätte es auch richtig übel enden können. Bislang schlagen sie sich dann doch wieder wacker und haben nach wie vor die Möglichkeit, eine Runde weiterzukommen. Dazu müsste dann in Kürze mal ein Treffer fallen. Am besten in das Tor von Neuer, sonst wird es hier zappenduster. Ja, jetzt wird es zappenduster. Kane mit dem 4:1, das ist dann wohl mal die Vorentscheidung, da würde ich mich tatsächlich festlegen als unabhängiger Hallenfußball-Kommentator. Dürfte für Köln jetzt sehr kompliziert werden. Richtig viele Chancen hatten sie eben auch nicht im zweiten Abschnitt. Deswegen ist das hier jetzt vermutlich ein Selbstläufer für Bayern. Ob Köln dann groß aufmacht, werden wir auch sehen. Oder ob sie ihren Stiefel weiter runterspielen. Das wird die letzte Minute zeigen. Geht hier ja nicht ums Torverhältnis. K.O.-Phase. Ob man jetzt 1:4 oder 2:8 verliert, ist eigentlich egal. Ja gut, zweistellig wäre dann vielleicht doch eine etwas zu große Blamage, aber wie machen wir was vor? Ist im Endeffekt auch egal. Goretzka 5:1, schönes Ding, schöne
Hütte hier, macht da noch einen kleinen Trick, wo man sich auch den Oberschenkel theoretisch bei brechen kann. Also immer schön ruhig bleiben, muss sich hier ja keiner schwer verletzen, auch nicht leicht. Abgesehen von Schürfwunden an den Beinen, die hier beim Hallenfußball gang und gäbe sind und auch einfach dazugehören, wenn es danach beim Duschen nicht brennt, dann hat man nicht richtig mitgespielt. Behaupte ich jetzt einfach mal so in den Raum geworfen. Und dann ticken die letzten 20 Sekunden runter. Selke wird sich hier gerne auch nochmal in die Torschützenliste eintragen. Lässt dann aber trotzdem den Ball nochmal hinten rumwandern und das ist dann zu wenig. Tick, tack, tick. Goretzka nochmal. Ne, 5-1. Deutliches Ding. Es wird sich respektvoll verabschiedet vom 1. FC Köln aus dem Wettbewerb. Bayern kommt eine Runde weiter. Da sind wir auch schon wieder. Spiel 3. Mainz gegen Stuttgart. Bislang haben sich die Teams der oberen Tabellenhälfte beide durchgesetzt. Mainz gegen Stuttgart, das vielleicht bisher ausgeglichenste Duell, zumindest auf dem Papier, aber der VfB Stuttgart hat in dieser Saison schon gezeigt, dass sie tatsächlich eher zu den Größeren gehören. Ob sich dann diese spielerische Qualität, die Sebastian Hoeneß etabliert hat, auch in der Halle zeigt, das wird sich hier jetzt in den nächsten 6 Minuten offenbaren, voraussichtlich jedenfalls. Und ob Mainz ein bisschen den Aufhänger findet, auch das warten wir jetzt erstmal ab. Die erste Phase hier doch sehr abwartend. Suche könnte man umgangssprachlich, glaube ich, sagen. Man könnte aber auch sagen, langweilig. Hoffen wir mal, dass hier gleich was passiert. Zumindest mal ein Torschuss wäre ja gar nicht schlecht. Nisivo setzt sich da durch an der Außenlinie. Muss querlegen, macht es aber selber. Und haut ihn rein. 1-0 für Mainz. Da hört Nübel nur das Rauschen der Donau. Wenn überhaupt. Und ja, muss hinter sich greifen. 1-0 für den Tabellen-16. der Bundesliga. Stuttgart ist gefordert. Kommt aber momentan nicht durch. Gutes Spiel von Mainz. Klingt überraschend. Ich bin auch überrascht, aber sieht gut aus. 2-0 Unisivo. Anderthalb Minuten gespielt. Doppelpack Karim Unisivo, nachdem Nübel hier erst noch stark pariert hat und dann wird der Ball eingeschoben. Der kurze Blick auf den Rücken des Torhüters verrät, es ist tatsächlich Nübel. Ich war mir gerade nicht zu 100% sicher, aber es ist Nübel, der zweimal hinter sich greifen musste. Zweimal aus Stuttgarter Sicht Unisivo der Übeltäter, aber ja, ist gut, was Mainz hier spielt. Und eher schwach, was Stuttgart abliefert. Vor allem nach vorne. Bisschen enttäuschend. Aber da werde ich mich sicherlich im Laufe des Turniers noch häufiger wiederholen. 2 Tore in der Halle, die sind ratzfatz geschossen. Sonst wäre es ja auch ein bisschen mau. Sonst könnte man jetzt sagen, okay, Feierabend, 2-0 Mainz, Schluss. Aber nicht mit uns, nicht mit uns, nein, nein. So läuft das hier nicht. Girassi. Zentner pariert nochmal. Girassi, wieder Zentner. Ja, auch der kann's. Der kann ein bisschen buffen. Also, das Buffen mit dem Ball, nicht das andere mit dem Feuerzeug und so. 10 Sekunden noch. Undav versucht es ja von der Mittellinie fast. Schwache Aktion, Unisivo. Da Costa, Unisivo 3-0.
Das ist jetzt deutlich. Noch nicht die Vorentscheidung. Da würde ich noch nicht so weit gehen. Es ist aber zumindest mal dieser viel zitierte Fingerzeig. Der Tabellen 16. mischt den Tabellen 3. auf. Und jetzt ist Pause. 3-0 für Mainz. Kann Stuttgart das noch drehen? Wir werden es sehen. Weiter geht's. Wird nicht lange hier geschnackt um den heißen Brei. Nochmal kurz was trinken. Und dann geht's weiter. Und es geht gut weiter, vor allem für Stuttgart. Wagnumann mit dem 3:1. Sie sind wieder zurück und jetzt schon mehr Torschüsse, vom Gefühl her zumindest. Mehr Torschüsse als im kompletten ersten Abschnitt. Mainz muss also aufpassen. Ja, Nübel, Karate-Kick. Auch immer gerne gesehen in der Halle hier, was normalerweise eine Schwimmhalle ist. Und jetzt fängt, Achtung, Wortspiel, Mainz ein bisschen an zu schwimmen. Joscha Wagnumann, unser Nationalspieler, unser rechter Verteidiger, also der Deutsche, unser sei mal dahingestellt, aber er macht auf jeden Fall das 3:2, setzt den Ball per Kopf über die Linie, aber auch hier die Rechnung ohne den Karim gemacht. Er steht 4:2, Mainz stellt den 2-Tore-Abstand wieder her, hat nicht lange gedauert, Nübel, ah, da darf man gerne mal abheben und eine Brandwunde zweiten Grades am Oberschenkel riskieren. Auch wenn es am Ende wahrscheinlich eh brotlose Kunst gewesen wäre. Aber so eine schöne Flugparade in der Halle, da ist nichts gegen einzuwenden. So gut es startete für Stuttgart, so schwierig ist doch jetzt wieder die Situation. Nübel hat eine kleine Idee, verwirft sie dann und spielt dann den einfachen Pass mit Serou Guirassy. Und da schöner Ball. Wagnumann. Ah. Fast der Dreierpack. Weiß gar nicht, wie viele Onisivo jetzt gemacht hat. Ob er alle... Nee, okay. Alle hat er jetzt auf jeden Fall nicht gemacht. Da Costa mit dem 5:2. Und der VfB wird wohl verlieren. Anderthalb Minuten noch. Ist nicht so, dass man da nicht drei Dinger machen könnte. Naja, aber es dürfte relativ sportlich werden. Zumal Mainz gut aufgelegt ist und Lust hat, hier Tore zu machen. Tore, Tore, Tore. Wir haben Lust, Tore zu sehen. Als Fan einer Zweitligamannschaft ist es mir auch relativ egal, wer das Ganze hier am Ende gewinnt. Hauptsache, es fallen viele Tore und es halten die Spieler alle durch. Boah, da Costa. Ab im Knick. Interviewt sich vielleicht nach dem Spiel wieder selber. Warum so viel gut und richtig gelaufen ist, das war auf jeden Fall schön. Ein schönes Tor. Kann man nichts anderes behaupten. Jetzt ist es eben eine ganz klare Sache. 6:2. Dafür sind wir hier. Für die Tore und die Stuttgarter, die dürfen jetzt nicht allzu traurig sein. In ungefähr 2 Wochen geht es ja mit der Bundesliga schon weiter. Da läuft es ein bisschen besser. Böse Zungen behaupten, dann wird wieder richtiger Fußball gespielt. Aber vielleicht wäre man trotzdem hier gerne eine Runde weitergekommen. Vielleicht auch nicht. Schon mal die Knochen und alles. Und kann ja, vielleicht gleich dann noch von außen zuschauen, wenn man hier durch das dicke Fangnetz überhaupt was sehen kann als Zuschauer. Und ein Kaltgetränk genießen. Mainz setzt sich also durch, am Ende deutlich mit 6:2. Stuttgart verlässt den Wettbewerb nach Runde 1.
Spiel Nummer 4. Union Berlin gegen Leipzig. Eben wurden wir Zeuge, wie sich mal ein Team der unteren Tabellenhälfte durchgesetzt hat. Nun schauen wir mal, ob Union das gleiche tun kann gegen Leipzig in den hübschen blauen Trikots. 2x3 Minuten, daran hat sich noch nichts geändert. Vielleicht sehen wir auch das erste Mal eine Verlängerung oder einen 9-Meter-Schießen. Von so einem 9-Meter-Knarzen bin ich auch nicht abgeneigt als von außen Zuschauender. Aber da werden beide Teams vermutlich zunächst was dagegen haben. Beide Teams mit ein paar guten Zockern ausgestattet. Laidouni gegen Gulaschi. Becker 1-0 Union. Netter Trick dann noch. Wird hier eingenickt. Schön. Schön, schön. Gulaschi, der mal wieder zwischen den Pfosten stehen darf. Weiß gar nicht, ob der überhaupt noch unter Vertrag steht bei Leipzig, während hier meine Stimme versagt. Aber da muss ich mich jetzt durchbeißen. Und ihr euch auch. Zumindest bis zur Halbzeit müsst ihr das ertragen. Und es sind ja noch 2 Minuten. Laidouni. Juranovic. Pass. 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 Ist gut. Ist gut, was Union macht. Aber Gulaschi ist dann doch schnell genug unten. Gegen diesen Flachschuss. Juranovic. Hätte vielleicht auch querlegen können, aber Regel Nummer 1 in der Halle. Ballern, ballern, ballern. Ist sonst in Berliner Clubs eigentlich eher so die Devise, aber hier stimmt es auch in der Halle. Und es hat auch was mit Pillen zu tun. Becker, Laidouni, ah, zu schwach, da lässt sich Gulaschi nicht beirren. Henrichs setzt den Ball gegens Fangnetz, der kommt dann wieder für Renault. Der zeigt noch eine wunderschöne Pirouette. Laidouni mit der nächsten Chance. Minütchen noch. Leipzig eher so lala bislang. Union macht es gut. Kann die Führung bisher halten. Aber sie sollten lieber noch ein, zwei Dinger nachlegen. Sonst steht es hier ratzfatz 1-1, so wie jetzt durch Kevin Campbell. Die Dinge haben wir schon häufiger gesehen. Raufgepolst aus Spitzenwinkel. Scheint hier ein beliebtes Mittel zu sein, aber man steht eben auch recht schnell dicht vor dem Tor. Union muss also jetzt den Ausgleich schlucken. Aber mit dem 1-1 sollten sie bestenfalls erstmal in die Halbzeit gehen. Juranovic so nicht. So nicht. 4 Sekunden noch. Gibt es nochmal einen Abschluss? Ne. Sieht nicht so aus. Gibt es auch nicht. 1-1. Sehr ausgeglichen. Leipzig mit dem 1-1 eben. Und jetzt ist Pause. Zurück in der Halle, zurück mit dem rollenden Kunstleder auf Kunstrasen. Aber der Fußball, der wird hier tatsächlich gespielt, auf der Konsole zumindest. Wird Leipzig jetzt in Durchgang 2 der Favoritenrolle gerecht? Man darf gespannt sein. Oder kommt Union wieder zur Führung? Aber diese Flachschüsse, da lässt sich Gulaschi kaum mal von überraschen. Und fischt die gut weg. Ist schnell unten. Also trotz gehobenen Alters bei Gulaschi Bahnschranke
ist das noch nicht. Das sieht ganz gut aus. Wenngleich die Schüsse von Union zum Teil aussehen wie in Zeitlupe. Aber Union macht es trotzdem nicht schlecht. Das will man auch hier nicht unter den Teppich kehren. Gutes Spiel von Union. Und Leipzig tut sich schwer. Henrichs, Paulsen, Raum, das ist gut gespielt. Und das ist jetzt die Führung für Leipzig. Henrichs läuft gut durch. Einmal abgelegt. Renault kann nichts mehr machen. Spiel gedreht. Anderthalb Minuten vor dem Ende. Oh, Behrens mit einem Kabinettstückchen. Haben es alle gesehen? Ja, haben wir gesehen. Es sei denn, wir machen gerade nebenbei irgendwas und gucken nicht auf den Bildschirm. Dann haben wir es verpasst. Aber als Kommentator ist es meistens angebracht hinzugucken. Kann Union hier auch noch ein Tor anbringen? Wäre, ja, nötig. Sind noch aber 60 Sekunden zu spielen. Ein Tor Unterschied. Nichts, was Union hier aus der Fassung bringen sollte. Es geht Leipzig ticken, aggressiver wieder rauf, lässt sich aber schnell und einfach ausspielen. Zu einfach und dieser Schuss, naja. Die Zeit läuft gegen Union. So ist es nun mal, wenn man hinten liegt. Das ist dann meistens eher nicht so gut. Raum gegen Renault. Und unabhängig davon, ob man es jetzt hier mit Leipzig oder mit Union hält, so ein 9 Meter Schießen hätte doch schon was. Aber Union kommt momentan nicht mehr raus hinten. Vielleicht ein letztes Mal. 10 Sekunden noch. Bitte zumindest ein Schuss. Ah, Katastrophe. Und jetzt ist Schluss. Union schafft es nicht. Verabschiedet sich und wir sehen immer noch kein 9-Meter-Schießen. Leipzig ist eine Runde weiter. Da wären wir wieder. Partie Nummer 5. Bochum gegen Dortmund. Blau gegen Gelb. Ja, muss man ja immer noch mal gucken. In der Halle werden ja auch gerne mal dann die dritten Trikots, wobei das ist sogar das dritte Trikot von Dortmund, die dritten Trikots aufgetragen, die dann auch gerne mal in Knallorange oder Mintgrün daherkommen. Nicht, dass da was gegen einzuwenden wäre, aber deswegen wollte ich hier nicht vorschnell urteilen über die Trikotfarbe der Dortmunder, die hier sicherlich als Favorit ins Spiel gehen, aber zumindest draußen gegen Bochum immer Probleme haben, den VfL zu bespielen. Der VfL Bochum hat auch die erste Chance und haut den Ball rein. Gamboa mit dem Führungstreffer. Da kann Kobel gar nichts machen. Der schlägt oben rechts ein aus Schützensicht. Der BVB also gefordert. Muss zumindest mal ein nachlegen. Und vor allem nicht noch ein kassieren. Bero. Wieder da in den Knick. Als würde da oben, ja, ein Bild von jemandem hängen, den der VfL Bochum nicht mag. Wer das sein mag, das, ja, kann jeder für sich entscheiden. Wir wollen hier keine Wunden aufreißen oder beleidigend werden, aber ja, es gibt den ein oder anderen Verteidiger, zum Beispiel beim BVB, der ja jetzt nicht mehr beim BVB ist. Nun gut, wieder Fußball, Füllkrug 2-1, ja, muss man nur kurz wieder über Fußball reden. Entschuldigt den Fauxpas eben, den Ausrutscher, einmal nicht über Fußball zu sprechen, ja, Füllkrug. Ich danke für dieses schöne Tor. 2-1.
schnell rehabilitiert, der BVB, nach dieser 2:0 Halbpackung. Packung ist es erst, wenn es abgepfiffen ist, glaube ich. Und ist nicht abgepfiffen. Jetzt aber fast das 3:1. Bero torhungrig hier. Und der VfL Bochum allgemein sehr aktiv und lauffreudig. Die Funde vom Weihnachtsessen müssen wieder runter, wenn man den Weihnachten feiert. Ansonsten hat man ja auch so die Möglichkeit, sich in der Winterpause dick zu futtern. So, Gamboa ticken schneller als Füllkrug. Das ist ein bisschen spritziger gewesen. Und so nicht die Möglichkeit für Dortmund. 45 Sekunden noch für Durchgang 1. Bekommen wir nochmal was? Bietet der BVB nochmal was an im ersten Abschnitt? Hat ja die Hallenmasters auch schon mal gewonnen. Und jetzt, nee, so nicht. Haller dann im zweiten Versuch dann fast mit dem Traumtor, aber er kam nicht an den Ball. Aber hat eben auch kein Gesicht zertreten, wie wir es auch aus gewissen Videos kennen, in denen ja ein Fallrückzieher dann mal furchtbar schief geht und statt Ball Kopf getroffen wird. Benze Baini wird von Hofmann gestört, 3 Sekunden noch, das dürfte es für Abschnitt 1 gewesen sein, so ist es auch. 2:1 für Bochum. Dortmund ist aber durch den Anschlusstreffer noch voll im Spiel. Zurück im Halle und der BVB ist auch zurück. 2:2. So schnell kann es gehen. Wir sind wieder da. Sagt Füllkrug, der beide Tore hiermit erzielt hat für Dortmund. Danach noch ein Rückwärtssalto macht mit der Hilfe von Sebastian Alea. Also die beiden Stürmer, die sich hier scheinbar ganz gut verstehen. Ist ja auch immer eine Vertrauenssache, aber es funktioniert. Vielleicht macht Haller ja auch noch einen. Auf jeden Fall Dortmund mit dem Ausgleich und die 2-Tore-Führung von Bochum hat keinen Bestand mehr. Wolf, Haller und da ist der Treffer von Haller. 3:2 für Dortmund. Spiel komplett gedreht. Riemann kann sich gar nicht mehr bewegen und muss hinnehmen, wie der Ball dann einschlägt im Netz. Bochum aber auch nicht abgemeldet. Hier mal wieder eine Möglichkeit gehabt. Aber Dortmund wirkt jetzt zielstrebiger. Wolf, Füllkrug, gut von Riemann. Hält seine Bochumer hier am BVB dran, was die Tore angeht. Paciencia, Bero, ja, Kurzpassspiel immer gerne gesehen und der Hallenbonus schon ganz schön abgenutzt. Muss gleich eigentlich nochmal die Walze rauf. Guter Schuss von Gamboa, aber gut gehalten von Kobel. Haller an das Gebälk und Freistoß für Dortmund, aber kein 9 Meter. Der wird uns immer noch verwehrt. Gibt es nochmal einen 9 Meter in diesem Turnier? Es ist noch lang, es dauert noch, es wird noch vor sich hingehen, aber bekommen wir es? Das ist hier die große Frage, die wir uns stellen. Paciencia, nicht an Kobel vorbei. Guter Schuss, nochmal die Möglichkeit. Kobel faustet den Ball hoch und jetzt hat er ihn endlich. Wird dann von Paciencia noch angegangen. Aber nichts Schlimmes, nichts Außergewöhnliches in der Halle. Die letzte Minute ist bereits angebrochen. Und wir fragen uns, gibt es noch den Ausgleich? Oder macht Dortmund gar gleich alles klar? Bero, diese Rückgabe war zu schwach. Die Uhr tickt.
Unerbittlich. Und Benzebaini. Mit dem Lupfer. Das ist natürlich eine verschenkte Chance. Eine vertane Möglichkeit. Jetzt macht er es besser. Ja, so muss er es doch gleich machen. 4:2. 14 Sekunden vor dem Ende. Das war es. Dann wohl. Außer Dortmund haut sich zwei Dinger rein. Also selbstständig. Das schließe ich jetzt hier mal aus. Paciencia schießt nochmal. Kobel. Ja. Nee, das war's. Dortmund gewinnt also nach 2:0 Rückstand mit am Ende 4:2. Schaltet den VfL Bochum aus diesem Turnier und hat die Chance auf den Titel. Die Teams rücken in der Tabelle immer näher zusammen. Das ist jetzt schon fast als Mittelfeldduell zu bezeichnen, aber es ist ja schwaches Mittelfeld gegen gehobenes Mittelfeld. Bremen gegen Frankfurt. Wie sich das hier am Ende auf dem Platz auswirkt, das wird sich noch zeigen. Also 2x3 Minuten. Grün-Weiß gegen Weiß. Ja, hätte die Trikotwahl vielleicht auch ein bisschen glücklicher noch ausfallen können, aber wenn ihr nicht ganz so sichtgestört seid wie ich, dann geht es wahrscheinlich auch. Oh, Makoto Hasebe darf sogar ran. Mann, oh Mann, aber ja, das ist eben eine Maschine. Ganz im Gegensatz zu diesem Song. Ich weiß gar nicht mehr, von wem er ist. Ich bin noch keine Maschine, doch. Makoto Hasebe ist eine Maschine, in diesem Alter noch derart athletisch zu sein, das ist krass, kann man nicht anders sagen. Mal schauen, welcher schöne Pop-Song aus den letzten 10, 15 Jahren der deutschen, jüngeren deutschen Musikgeschichte noch zitiert wird, aber jetzt sehen wir erstmal das 1:0 von Boré, der hier ja, den Käfig hochklettert und den Ball mal in den Giebel zimmert vorher. Schönes Tor gegen seinen Ex-Verein. Gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Also auf die Anzeigentafel hat es sich bereits ausgewirkt. Aber ändert das was an dem Spiel? Veljkovic fast mit dem 2:0. Duksch mit dem 2:0. Ja. Nur schön Weihnachten gefeiert. Hat noch ein paar schöne Selfies mit interessanter Brille gepostet. Vielleicht ist es auch schon ein paar Jahre her. Ich habe es jüngst auf X vorher Twitter gelesen oder gesehen. War ein schönes Bild. In jedem Fall. Und hier trifft er jetzt auch. Veljkovic. Trapp mit der Doppelparade. Frankfurt muss sich hier jetzt mal ein bisschen bemühen. Machen sie auch. Marmoush mit dem Kopf, aber etc. dazwischen. Skiri macht es ganz präzise und schließt an. 2:1 nur noch. Ja, das ist Maßarbeit vom Innenpfosten dann über die Linie. Kann sich Zentner strecken, wie er will. Kommt da nicht ran. Im vorherigen Spiel Bochum ja auch mit 2:0 geführt, wie Bremen eben. Und dann am Ende die Quittung kassiert. Mit 4:2 verloren. Vergibt auch Bremen eine 2:0-Führung. Das ist bislang noch nicht der Fall. Aber Frankfurt wird zumindest stärker. Und traut sich ein bisschen mehr. Sebe, Marmoush, Gangkam, ja, da ist es dann jetzt schon soweit tatsächlich im ersten Durchgang. 2:2, Jessigen, Gangkam. Etc. keine Chance und haut den Ball rein.
rein. Schönes Tor, schönes Tor. Diese Veränderung auf die großen Tore auf jeden Fall ein Gewinn, wenn man mich fragt. Fallen auch ein bisschen individuellere Tore, nicht alles ganz gleich. Und es fallen mehr Tore. Und das ist immer gut. Es sei denn, man ist Defensivliebhaber, ist hoffentlich keiner. 2-2 zur Pause. Was bringt Durchgang 2? Frankfurt stößt an und hat vermutlich etwas Oberwasser. Nach der 2-0-Führung für Bremen kamen sie zurück, dann doch noch vor der Pause und jetzt drehen sie es kompletten Gangkamm mit dem Doppelpack. Ist da auch ziemlich freistehend und lässt sich dann aus kurzer Distanz nicht zweimal bitten. Kann Bremen nochmal anschließen an die gute Phase, die sie in den ersten anderthalb Minuten hatten. Genug Zeit wäre auf jeden Fall. Jetzt vielleicht mal eine Überzahlsituation, wenn man es gut ausspielt. Boré! Wow, und dann macht er, ich glaube, naja, doch Vejkovic war es, ein Abgang. Fliegt er über Trapp rüber. Spektakulär, also spult gerne nochmal zurück. Nutzt die Möglichkeit und guckt euch das an. Sah auf jeden Fall sehr hübsch aus. Und es hat nicht zu einer Schlägerei geführt. Duxch, schwacher Pass. Hasebe dazwischen, aber es bleibt dabei. Bremen mit dem Ball und mit der Möglichkeit auszugleichen. Jetzt vielleicht Jung, den muss er machen, den macht er auch. 3-3. Wir haben mal wieder einen Gleichstand. Und da mag ich noch gar nicht dran denken, was passieren würde, wenn es nach oder in den nächsten 90 Sekunden so abläuft, dass beide Teams am Ende gleich viele Tore geschossen hätten. Das wäre eine große Freude jetzt. Freut sich Skiri, der das 4-3 macht. Bogenlampe, dann eingenickt. Cetera greift zum vierten Mal hinter sich, aber der SV Werder Bremen lässt sich doch sicherlich davon nicht unterkriegen. Oder? Man muss nur ein bisschen herausfordern. Jung. Ach, das ist natürlich ein ganz schwacher Schuss gewesen, Jung. Eben noch reingefeuert jetzt hier mit diesem Rückpass. Bloß niemanden verletzen. So schießt man drauf, wenn man mit dem dreijährigen Neffen oder den dreijährigen Nichte im Garten spielt. Ja, gut. Weiter im Text. 4-3, letzte Minute läuft. Frankfurt bislang auf Kurs weiterkommen. Doch Bremen hat auch so seine Möglichkeiten. Muss nur irgendwann mal wieder an den Ball kommen. So natürlich nicht, etc. Hält Bremen im Spiel. Und diese Partie für die letzten 20 Sekunden offen. Vejkovic, 4-4. 22 Sekunden vor Schluss der Ausgleich. Duxch mit der Vorlage. Vejkovic, schöner Aufsetzer. Flach rein. Nichts zu machen für Trapp. Das ist natürlich der Schock für Frankfurt. Und vielleicht gibt es jetzt den Doppelschock. Jung, Boré, Boré, 5-4. 8 Sekunden vor dem Ende, doch nochmal gedreht und das 9-Meter-Schießen wird uns wieder verwehrt bleiben. Allem Anschein nach, es sei denn Frankfurt macht jetzt noch einen in den letzten 5. 4-3, schieß doch, schieß doch, schieß doch. Es bleibt beim 5-4. Werder setzt sich spektakulär durch und Frankfurt verabschiedet sich schon in Runde 1.
Spiel Nummer 7, Gladbach gegen Hoffenheim. Dürfte noch ausgeglichener sein als das Spiel davor, als sich Bremen tatsächlich mit 5:4 gegen Frankfurt durchsetzte. Und da haben wir diese wunderbaren orangenen dritten Trikots von Hoffenheim. Oder ist das Kaki? Nee, Kaki ist braun. Die Frucht-Kaki ist nur Kaki. Naja, egal. Auf jeden Fall Gladbach in Schwarz-Weiß, Hoffenheim sind die anderen. Tendenziell Hoffenheim leicht favorisiert, aber das hat in der Halle nur manchmal was zu sagen. Gladbach auf jeden Fall mit ein paar guten Kickern und das ist von Baumann ein Mega-Fehler, aber Itakura schaltet nicht schnell genug. Jetzt Nicolas mit der Parade, wie wir sie sehen wollen. Und da hätte Itakura doch gerne mal den Fallrückzieher ansetzen können. Einmal mit der Brust angenommen und dann rauf damit, wie wir es ja bei FIFA 02 zum Beispiel des Öfteren bewundern durften. Wenn ihr das gespielt habt. Ich konnte es auf jeden Fall bewundern. War immer wieder herrlich. Wöber, der ja jetzt keinen Liebesbrief an Gladbach geschrieben hat. Eher so das Gegenteil. Dafür trotzdem auflaufen. Und jetzt fällt aber das 1-0 erstmal für Hoffenheim. Ilas Bebu im Nachfassen. Erst Nicolas ausgeschaltet, dann reingedrückt aus kurzer Distanz. Und das Netz zappelt zum ersten Mal so richtig. Aber es gibt die prompte Antwort durch Julian Jule Weigel. Itakura abgelegt, dann Baumann in die falsche Richtung unterwegs. Weigel hinein ins Glück mit der Innenseite. Weigel mit dem Lupfer. Ja, ja. So eher nicht. Bebu. Baumann. Die Namen, die im Ohr klingen. Hoffenheimer Spieler, die gerade recht viel im Ballbesitz sind. Prümel. Nee, Nicolas. Nicolas ist ein guter Keeper. Macht ja Gladbach auch so ein bisschen aus, diese Vielfältigkeit im Kasten. Homli, Nicolas. Und wie sie alle heißen. Habe ich jetzt gerade vergessen, aber Olschowski, genau. Ist ja auch nicht so ein schlechter. 1-1 steht es hier. Ihr wisst es, ihr seht es, aber als Kommentator hat man auch die Pflicht, das zwischendurch mal zu erwähnen. Hoffenheim kommt nochmal. Robert Sko, der mit dem harten Schuss. Ja. Und auch nochmal eine Möglichkeit für Gladbach. Baumann aber ohne Probleme. Darf fliegen. 10 Sekunden noch im ersten Abschnitt. Es ist tatsächlich sehr ausgeglichen und es gibt nicht so viele Chancen. Aber das ist okay. Das bringt einen auch mal ein bisschen dazu zu schweigen. Und das ist für den einen oder anderen sicherlich auch angenehm. So, Pause 1-1. Gleich geht's weiter mit der zweiten Halbzeit, logischerweise. Da geht es auch schon weiter mit dem zweiten Durchgang. Noch einmal 3 Minuten und es wird für eine Mannschaft dieser beiden das letzte Mal sein, hier aufzulaufen. Naja, das ist eben das Ding, wenn es keine Gruppenphase ist. Da hat man, wenn man Pech hat, nur ein Spiel. Wer wird diese Mannschaft am Ende sein, die nur ein Spiel hat? Und wer darf weiter träumen? Gladbach gegen Hoffenheim. Meiner Meinung nach auch Teams, die beide schon mal im Finale dieser Hallenmasters in den vergangenen Jahren standen. Und Gladbach dürfte sogar mal als Sieger von dannen gezogen sein. Und jetzt machen sie das 2:1. Julian Weigel fast von der Mittellinie. Naja, gut.
sah nur so aus der Mitte der Hälfte von Hoffenheim. Aber ein schönes Tor war es dennoch, ohne Zweifel. Und bringt Gladbach in Front. Nicolas, ja, hat den Ball, bringt ihn wieder nach vorne, Weigel, viel Platz in der Mitte, aber Prömel steht da noch, Wöber, 3-1. Bekommt den Rebound nochmal von Prömel und dann schweißt er ihn ein, 3-1 für Gladbach. Sieht gut aus für die Fohlen 11, aber Bebu macht die Gewissheit wieder zum Unsicherheitsfaktor. 3-2, da hat es nicht lange angehalten mit dieser 2-Tore-Führung der Fohlen. Wöber. Am Ende landet der Ball bei Baumann. Möglicherweise merkt jetzt auch der Kommentator, er hat ein begrenztes Vokabular und kann nicht mehr ganz aus dem Vollen schöpfen. Deswegen wird es hier ein bisschen wilder und es steht 3-3. Auch das ist Ilas Bebu. Gleicht aus. Und wir haben noch Zeit für beide Mannschaften, das Spiel in die aus eigener Sicht richtige Bahn zu lenken. Wer wird es sein? Wird es einer sein? Scheinen vielleicht beide aus. Dieser Spielmodus existiert nicht, deswegen werden nicht beide Mannschaften ausscheiden. 45 Sekunden noch. Ja, nach dieser Runde wird es dann übrigens auch diese sagenumwobene Zwischenrunde geben. Wer dann am Ende da antreten muss, das wird sich auch noch herausstellen. Das lose ich aus oder denke ich mir aus, was vielleicht am coolsten wäre. Ja, aber dass es dann eben eine vernünftige Anzahl an Teams gibt. Nicht, dass es dann am Ende irgendwie 3,5 Mannschaften im Finale sind, das wäre irgendwie komisch. Das gibt es hier, glaube ich, noch nicht so, dass man da 3 gegen 3 spielen kann. Also 3 Mannschaft gegen 3. 2 gegen 3. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Es steht 3-3. Hoffenheim hatte gerade nochmal eine Chance. Und es gibt Verlängerung oder 9-Meter-Schießen. Wir gehen direkt ins Elfmeterschießen oder 9-Meter-Schießen. Jordan verschießt, Baumann hält, Robert Sko mit dem Wumms verschießt auch. Wöber macht es besser, weil Baumann schon in der anderen Ecke liegt. Mann, oh Mann. Bebu knüllst rein, Ausgleich also. Beide einmal getroffen, einmal verschossen. Julian Weigel gegen Baumann. Ah, Baumann hat die Ecke und die Möglichkeit zur Entscheidung. Hallo, wird das Bild wieder hell? Ja, da ist es wieder. Prömel gegen Nicolas. Ja, ach da. Muss Nicolas eigentlich halten, aber er macht es nicht. Hoffenheim ist eine Runde weiter. Gewinnt mit 2-1 nach Elfmeterschießen. Gladbach ist nach gutem Spiel aber leider raus. Vorletztes Spiel in Runde 1 und da werden sich manche schon die Finger nachgeleckt haben. Der FC Augsburg gegen den SC Freiburg, aber unterschätzt mir diese Teams nicht. Die können auch für Spektakel sorgen und damit verbunden ist eigentlich ein Wunsch, dass es vielleicht sogar interessant wird. Augsburg passt sich hier grüntechnisch dem Boden an und geht mit 1-0 in Führung. Schön, schön, schön. Schönes Ding. Ja, da kann man sich schon mal verletzen am Torpfosten, aber es scheint weiter zu gehen. Na Gott sei Dank.
kann man ja auch nicht hier so gut spielen ohne Torhüter. Ist zumindest ein bisschen unpraktisch. Freiburg jetzt auch mit der ersten Chance, aber sie kommen nicht durch. Beljodorsch, ja. Schön. Schönes Ding. So habe ich mir das gewünscht, als er den Ball angenommen hat, dass er ihn dann reinfackelt. Ja, so muss man es machen. Und so macht man es auch. Gewusst wie. Bei Freiburg gar nicht Atobolo im Tor, wundert mich ein bisschen. Aber, ja. Wer auch immer da im Tor steht, wir werden es früher oder später sicherlich nochmal rausfinden. Und wenn nicht, dann ist das so. Keitel, nicht Javi Keitel, sondern Yannick Keitel, wenn mich nicht alles täuscht. Freiburg ist gefordert. 2 Minuten noch im ersten Durchgang, also genug Zeit für alle. Es ist noch genug Zeit und ja, es ist Müller, der im Tor steht. Der schon 2-mal hinter sich greifen musste. Ärgerlich aus seiner Sicht, aus Augsburger Sicht. Nicht ärgerlich. Ja. Ich weiß, das sind hier Kommentare aus der Kommentatorenhölle. Aber auch das gehört dazu, Hallenfußball. Da wird entweder komplett rumgeschrien oder nicht so viel Interessantes erzählt, da ich aber keinen Experten beiseite habe. Schöne Chance von Sildia. Da ich keinen Experten hier zur Seite habe, muss ich den Quatsch selber erzählen. Jetzt doch Sildia. Sildia mit dem 2:1. Krasser Fehler vom FCA. Wird bestraft. Freiburg ist wieder zurück. Aber jetzt fast der Ausgleich. Stattdessen aber die Chance. Höfler macht ihn selber. Hätten wir die schöne Kombi Höfler auf Höfler haben können, aber Nicolas Chico Höfler haut ihn rein. Geht dann doch wieder schnell und ja, es ist doch ein ganz gutes Spiel, das man sich hier angucken kann. 4 Tore, erster Durchgang noch nicht mal gelaufen, 2 schwache Abwehrreihen, wenn es sowas in der Halle überhaupt gibt. Schön, schön, schön. So, Dorsch, boah, da kann man von hinten eigentlich auch mal den Ottavio machen. Wird aber nicht gemacht. Schade. Zumindest den Sané gegen Stuttgart kann man sich mal erlauben. Doch es wird allem Anschein nach doch nicht mit 2:2 in die Pause gehen. Schön. 3:2. Lukas Höhler. 2 Sekunden vor Ablauf der Zeit. Ja, der macht's richtig. Der haut drauf. Da hat man gar nicht mehr Zeit für einen Ballkontakt, sondern muss gleich rein. Und es passt und es ist richtig. Augsburg führt 2:0, liegt dann aber 3:2 doch hinten zur Pause. Was bringt noch der zweite Abschnitt? Das werden wir uns jetzt anschauen. So gut Augsburg gestartet ist, so schlecht sieht es jetzt aus. Und das hatten wir tatsächlich jetzt schon häufiger in den letzten Partien, dass ein Team 2:0 geführt hat, aber dann am Ende doch ja zumindest erstmal in Rückstand gerät oder sogar verliert. Und so passiert es gerade den Fuggerstädtern, die aber noch 2 Minuten und 30 Sekunden Zeit haben, das Ganze umzubiegen. Und wir haben es ja eben gesehen, es gibt 9-Meter-Schießen. Es ist möglich. Es können Spiele erstmal unentschieden ausgehen, bis dann eben das 9-Meter-Schießen entscheidet. Keitel gegen ja, die Bande oder war das schon das Lattenkreuz? Tietz. Ah,
So natürlich nicht, so geht's nicht. Keitel, Sidia. Rückpass. Damen hat den Ball. Udokai, guter Ball und Bellio mit dem Ausgleich. Das ist ja keine Frage, wenn er da so frei zum Schuss kommt, macht er ihn auch rein. Ist ein guter Kicker, dieser Bellio. Da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Und so haben wir den erneuten Ausgleich. ...90 Sekunden verbleiben. Augsburg kommt. Dorsch. Ach, wenn man da noch einen Hacke rankriegen würde, hätte es richtig gefährlich werden können. So eher leichte Beute für Müller. Bellio wieder. Geht jetzt gut, doch hin und her. Der Pass nach hinten straft mich natürlich Lügen. Damit hatte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass es nochmal ganz hinten rumgeht, weil der Ball jetzt doch trotzdem weg ist. Also vorne gerne mal das Risiko gehen. Es reicht da hinten einer zur Absicherung vielleicht. Und so wird es trotzdem brenzlig. Aber Damen hält. Udokai, Müller, ja, hält den Ball nach vorne. Stand jetzt nicht besonders dicht an der Linie dran, deswegen ein bisschen unnötig. Aber Posing gehört auch immer dazu in der Halle. Ist schon richtig. Könnte gern noch ein bisschen mehr dazu kommen. So ein Tunnel oder so wurde bislang doch relativ selten gezeigt, wenn überhaupt. Denn den verschmäht man eigentlich nicht. Sidia, 10 Sekunden vor dem Ende nochmal mit der Chance. 3 zu 3. Noch 3. Noch 2. Nee. Schluss. Vorerst. Es gibt das zweite 9-Meter-Schießen in Folge. Wunderbar. Augsburg gegen Freiburg. Bellio hat im Spiel getroffen und jetzt trifft er auch 1 zu 0 für Augsburg. Höhler auf der anderen Seite trifft auch oben rechts rein. Gute 11 Meter bisher. Oder 9 Meter. Habe ich jetzt nicht abgemessen. Tietz haut ihn in die Mitte. 2-1 Augsburg. Nikolas Höfler oben links rein. Ausgleich. Jetzt ist Sudden Death. Dorsch trifft. Ja, Kontostand von mir kann ausgeblendet werden. Das ist schwarz da. Und Keitel macht den Ball auch rein. 6, guter Elfmeter. Es geht also weiter. Udokai. Ah, warum schießt nicht die Torhüter? Schade. Ah, komm, vielleicht ja gleich noch. Müller hält. Der erste verschossene Elfmeter. Sildia macht den Ball rein. Und entscheidet das Spiel. Freiburg gewinnt nach Elfmeterschießen mit 4 zu 3. Ja, schöner Tanz noch. Augsburg ist raus. Die Breisgauer sind eine Runde weiter. Das war's von diesem Spiel. So, und einen haben wir noch. Wolfsburg gegen Heidenheim. Das letzte Spiel der ersten Runde. Dementsprechend Platz 10 Wolfsburg gegen Platz 9 Heidenheim. Ist es am Ende so ausgeglichen, wie es die Tabellenpositionierung aussagt? Lassen wir uns mal überraschen. Wolfsburg auf jeden Fall überraschenderweise in Grün, Weiß gegen in Rot spielende Heidenheimer. Wir warten auf die erste Chance. Meinka, guter Ball. Teuer Kauf. Knallt den Ball an die Latte. Und jetzt die Chance für Jonas Wind. Müller, Kevin Müller, ohne Probleme. Ist ja auch... Ja, Müller eigentlich, also in so einem kleinen Hallentor nicht zu überwinden mit der
Muskelmasse an den Armen. Aber auch hier auf diesen großen Toren ist er nicht schlecht. Da chancenarm doch bisher das Spiel. Muss man so sagen. Hat aber auch nicht immer irgendwas zu bedeuten. Einer wird am Ende so oder so weiterkommen. Wie auch immer es ausgehen wird. Und ob da jetzt 8 oder nur 2 Tore fallen, das spielt keine Rolle. Vor allem für die Mannschaft, die weiterkommt. Sie ist Leben. Mainka. Mainka macht das Würstchen. Aber so erstmal noch nicht. Also das Tor macht er jedenfalls nicht. Mainka, der Captain, Führungsspieler, geht ran. Ja, guter Mann. Heidenheim überhaupt, ja, sehr gut in der Bundesliga angekommen. Tabellenplatz 9 spricht da eigentlich für sich. Und Wolfsburg, naja, da geht noch was. Und jetzt haben wir den ersten Treffer. Mähle mit dem 1:0 für Wolfsburg. Da wird abgestaubt. So kann es gehen. Und vielleicht auch genau das Tor, das dieses Spiel gebraucht hat. Heidenheim hat sicherlich nicht gebraucht. Aber jetzt sind sie zumindest gefordert, ein bisschen mehr zu machen. Mainka auf Kleindienst. Wieder gut geschossen, aber nicht gut genug. Zumindest nicht auf Tore oder auf ein Tor dieser Größe, dieser Maße. Ist ja nicht ganz so groß wie das Tor draußen, oder doch? Weiß ich jetzt nicht. Auch das nicht nachgemessen. Wolfsburg hat es auf jeden Fall bislang einmal geschafft, dieses Tor ins Wanken zu bringen. Siersleben nochmal, Castells dazwischen. Und dann ist Pause. 1:0 führt Wolfsburg. Mähle mit dem Treffer, aber alles offen für die zweiten 3 Minuten. Ah, zurück im Hallenmodus. Wolfsburg führt nach wie vor, hat sich in der Halbzeit nichts dran geändert. Heidenheim unter Zugzwang, Siersleben. Das ist eigentlich gut gespielt, teuer kauft, dann aber zu überhastet. Doch recht defensiv aufgestellt, Heidenheim mit Mainka und Teuerkauf. Dann Siersleben, ja, so im Zentrum aufgehoben, Kleindienst dann vorne. Eigentlich wäre doch ja Niklas Bester auch so ein Zocker für die Halle. Hätte ich hier gerne gesehen, auf dem Kunstrasen. Aber es könnte auch so funktionieren, wenn Teuerkauf da ein bisschen Druck auf den Ball bringt. Ist ihm aber nicht gegönnt. Mähle gegen Müller. Wie gesagt, Müller auch in den großen Toren gut aufgehoben. Zumindest aus Sicht der Heidenheimer. Für Wolfsburg hätte es gerne das 2:0 sein können. Mainka. Teuer Kauf. Der Ball muss irgendwie doch mal zu Kleindienst. Da bekommt er ihn und Kleindienst macht ihn auch. Genau das habe ich mir doch insgeheim erhofft. Der Lupfer und dann die schöne Direktabnahme. Schön ist der richtige Ausdruck. Ein traumhaftes Tor fast. 1:1. Ausgleich. Jetzt ist Wolfsburg wieder gefordert, ein bisschen mehr zu machen. Aber Mainka hat die nächste Chance für Heidenheim. Aber schwach. Zu schwach jedenfalls. Meier, Lupfer. Ja. Muss man nicht so machen. Teuerkauf, ja, das ist schon besser. Das ist schon besser. Und Teuerkauf kommt wieder ran. Mann, der wandelt aber, was die Schüsse angeht, auch zwischen Rückgabe und ja, D-Zug. Aber Wolfsburg geht dennoch wieder in Führung. 2:1 für die Wölfe. Oben links rein. Ein schönes Tor. Dürfte den Heidenheimern nicht so gut gefallen.
Aber die letzten beiden Spiele, die wir gesehen haben, wurden im Elfmeterschießen erst entschieden. Wird es auch hier der Fall sein. 45 Sekunden bleiben noch für Heidenheim auszugleichen. Auch wenn Metscher hier theoretisch das Spiel schon entscheiden kann. Und Castells fuchst sich hier rein ins Spiel und hält Kugel um Kugel. Noch 20. Siersleben. Zu wenig. Quergelegt. Metscher. 10 Sekunden noch. Müller. Kommt Heidenheim nochmal nach vorne. Es müsste schnell gehen. Es müsste schnell gehen. Siersleben. Das wäre die Chance gewesen, aber Castells hält ein letztes Mal und hält Wolfsburg damit im Spiel. Heidenheim ist raus, Wolfsburg eine Runde weiter.